Ein schlechter Film ist für mich ein Film, bei dem ich mich langweile, der mich überhaupt nicht anspricht. Oder es gibt auch solche, wo man ganz eindeutig so Regiefehler erkennt. Zum Beispiel gibt es vom der Klaus Kinski, da gibt es einen Film, wo, also der Soldat Schweig, glaube ich, ist der Film. Und da sieht man ganz eindeutig, also der sticht sie nieder und dann sieht man das Messer und das Messer ist sauber. Also solche Sachen definieren für mich einen schlechten Film. Also wenn man so eindeutig plump erkennt, dass das ein Fehler in der Regie ist. Der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, ist der Bodyguard. mit dem Costner und mit der Whitney Houston. Erstens einmal ist die Handlung sowas von voll. Also wenn ein Film so offensichtlich ist, also wenn es von Anfang an klar ist, wie das ausgeht, dann ist es auch sehr uninteressant und das ist bei diesem Film. Und er ist einfach so irrsinnig langweilig gemacht. Also ich bin eingeschlafen dabei, das ist für mich ein Film, der schlecht ist. Ich bin eben ein emotionaler Mensch, eher. Und ich muss gefühlsmäßig angesprochen werden von einem Film. Ich bin da relativ einfach gestrickt. Also was mich anspricht, ist, wenn es psychologisch tiefgehend ist. Also mir geht es jetzt eher weniger um den künstlerischen Wert eines Films, sondern bei mir geht es eher um die Thematik. Also wenn mir das, zum Beispiel habe ich total gut gefunden den Film Wie im Himmel, weil da einfach ganz viel versteckte Psychologie war. Also was einfach mir auch auffällt, ist einfach, es ist ja auch eine Entwicklung in der Art, Filme zu machen. Zum Beispiel, ich persönlich mag den Kinski, habe mir aber bei diesen Kinski-Tagen im Reichbauer sehr viele Filme angeschaut und habe einfach, also es ist eine ganz andere Form von Filmmachen in den 70er Jahren gewesen wie jetzt und es ist ein bisschen langweilig, weil viel langatmiger, also die haben viel längere Einstellungen. Ja, das war Birdie. Da gibt es erstens einmal die Filmmusik von Peter Gabriel. Also ich muss auch noch dazu sagen, dass das mit den besten Filmen aller Zeiten für mich eigentlich nicht wirklich Gültigkeit hat, weil ich mich hier entwickle und ich immer wieder nur einen Film als gut bezeichne, wo ich halt gerade in meiner Entwicklung stehe. Und den habe ich halt gesehen, wie ich jung war. Über den habe ich dann auch eine französische Schularbeit geschrieben, die ich verdeckelt habe. Aber nicht wegen Inhalt, sondern wegen der Fehler. Und der hat mich einfach total fasziniert. Also geht es halt um diesen Vietnamkrieg und um meine Freundschaft, die das alles übersteht. Und es geht auch darum, dass jemand ziemlich schwere psychische Schäden davonträgt. Also es geht irgendwie, also für mich geht es immer wieder auch um psychologische Ansätze. Das spricht mich an. Ja, Q-Kids habe ich mir ganz kurz angeschaut, bevor ich mich jetzt mit dir getroffen habe. Ich finde das eine lustige Idee. Mehr kann ich dazu nicht sagen.